Nur zur Erklärung, jeder von uns hat jetzt einen Namen oder einen Gegenstand und wir müssen jetzt, wir fragen euch Chat, was wir sind. Jeder darf eine Frage stellen, solange bis nee kommt und dann ist der andere wieder dran. Also wir stellen zum Beispiel die Frage, bin ich männlich? Dann sagt ihr ja oder nee. Wir stellen so lange Fragen, bis es bei mir dann nee ist und dann ist er wieder dran. Und wer es zuerst redet, hat halt gewonnen. Ah, ja. Okay, fang du an. Bin ich männlich? Oh, schon gleich verkackt. Okay. Frage, bin ich ein Mensch? Ah, das ist eine gute Frage. Ah ja. Bin ich männlich? Auch ja. Okay. Bin ich ein real existierender Mensch? Also in der Welt hier und nicht gezeichnet, Cartoon, wie auch immer, oder irgendein Spielfilm, wie Angela Merkel zum Beispiel? Nee. Okay. Bin ich ein Mensch? Auch nicht. Geil. Okay. Nicht. Okay. Bin ich bin ich aus einem Cartoon? Nee. Bin ich weiblich? Ja. Sind das schon die neuen? Ja, das ist die neue. Okay, alles klar. Bin ich eine 3D-animierte männlicher Mensch? Ganz vergessen, dass es auch Gegenstände gibt. Ja, es gibt auch Gegenstände. Nee, okay, du bist dran. Kann man mich essen? Kommt drauf an. Ja, kommt drauf an. Stell noch eine Frage. Man kann, aber normalerweise nicht. Bin ich real? Also gibt's das, was auch immer es ist, wirklich? Ja, okay, gibt's. Kann man mich anfassen? Gut, wenn ich real bin, kann ich euch anfassen. Kommt drauf an. Dein ist schwer, glaube ich. Du bist noch weit entfernt. Okay. Bin ich aus einer Serie? Ja? Ja, okay, ja. Bin ich aus einem bekannten Franchise? Marvel, Doctor Who oder Star Wars oder sowas? Bin ich, oder Herr der Ringe? Nee. Okay. Kommt man in Schwierigkeiten, wenn man es anfasst? Nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Okay, was? Deine Frage ist auch zu gut. Ist es irgendwas Sexuelles? Ja. Kommt drauf an. Ja. Bin ich auch in einem Film? Also gibt es von der Serie, von dem Charakter aus der Serie auch einen Film? Das ist ein bisschen hängt schief. Nee, okay. Bin ich lebensnotwendig? Okay, ich würde sagen, es ist ja. Kann man mich einatmen? Kann man dich einatmen? Koks oder sowas, wenn es ja, Luft, weil ich lebensnotwendig bin? Nee, okay. Kein großes Franchise. Also irgendeine random Serie jetzt genommen. Irgendeine Mini-Furz-Serie, die ich kenne auf jeden Fall wahrscheinlich. Bist du es eigentlich kennen? Bin ich eher eine Action-Serie? Nee. Keine Action-Serie. Ist bei mir irgendwas am Tag anders als nachts? Das ist eine komische Frage. Das ist zu spezifisch, glaube ich, gerade. Ja. Nee, also okay. Aber meins ist zu schwer, glaube ich. Serie, die ich eigentlich kenne, ein Charakter, den ihr auch kennt. Es muss ja ein Charakter sein, den ihr auch kennt. Und eine Serie, wo es keinen Film zu gibt. Basiert die Serie auf einem echten Begebenheiten? Nee, auch nicht. Okay. Kann man mich trinken? Ich glaube, das sind schon mal. Ja, ja, nee, ja. Ist eine Comedy-Serie? Ja. Bin ich aus Modern Family? Kenn ich überhaupt Modern Family? Ja, stimmt, du musst ja auch kennen, stimmt. Welche Comedy-Serie kennst du? Bin ich notwendig für das Leben des Menschen? Ja, okay. Hä? Aber nichts zu essen? Ja, vielleicht. Ja, nein. Nicht atmen, nicht trinken. Du hast so eine starke Frage, aber du mit links falsch. Warte, ich bin aber dran. Ach so, stimmt. Ich habe aber gefragt, ob ich ein Mensch bin. Hat es gewesen? Nein. Ja. Er ist einfach Kinder, aber. Kannst Kinder auch anfassen? Ja, aber es fragt mich. Essen, ja, kann man. Warum Kinder zum Leben? Auch ein bisschen ja, doch, das wärst du ja nicht hier, wenn es keine Kinder gäbe. Du bist auch, warst ja auch mal ein Kind. Ja, gut, aber ich brauche Kinder ja nicht zum Leben. Ich Kinder als Mensch. Keine Menschen, ja. Bin ich sowas wie Geld, so eine Currency, Währung? Bin ich eine Währung? Anzufassen ist fragwürdig. Ja, stimmt, das auch. Man kann man Geld nicht anfassen. Krypto zum Beispiel. Warum ist das fragwürdig? Da wäre nicht, nein, kann nicht anfassen. Ich muss jetzt auf Charaktere gehen, sonst fällt mir nichts ein. Ist Prince von Bel-Air? Nee. Was kennst du für Comedy-Serien? Der hört nur Mozart und sowas und guckt Naruto. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne nur Mozart und guckt Naruto. Sonst nix. Ja, ist ja gefühlt so. Ach, Chat kennt die Serie auch. Chat kennt die Serien. Bin ich eine Form von Energie? Anschließend fragt mir nicht. Ja, keine Ahnung. Denk nur mal die Fragen nach, die du gestellt hast. Und verinnerliche sie nochmal. Erstmal Energie anfassen, ja? Ja, Strom anfassen, fragen nein, sehr gut. Kannst du, aber musst du überlegen. Comedy-Serien, die Chat auch kennt. Die müssen ja die Serien gewesen sein, die wir früher geguckt haben zusammen. Ja, bin ich aus New Girl? Wenn es ja kommt, wundert es mich. Ja, mich gewundert. Habe ich was mit dem menschlichen Körper zu tun? Ja, okay. Das schränkt schon mal etwas ein. Bin ich ein Abfallprodukt des menschlichen Körpers? Gemüse ist für mich Abfall? Nein, okay. So, Comedy-Serie. Ich bin am Arsch. Comedy-Serie. Was hast du für einen spezifischen Charakter rausgesucht?
Bin ich ein Mann? Also bin ich erwachsen? Ja. Ich habe keinen Plan, ey. Bin ich der Hauptcharakter dieser Serie? Das bringt mir auch nicht weiter jetzt, aber... Ja, nein? Nein, ja? Also mehrere Hauptcharaktere quasi, nicht mehr einer davon. Bin ich in einer Charaktere der Leute auf die Serie, die ich reagiere? Nee. Achso, das könnt ihr auch noch kennen von dem letzten Video, was wir hatten. Ich habe auch nicht auf eine richtige Menschenserie reagiert im Stream. Ich weiß es, glaube ich. Ihr seid so Keks, wirklich. Ihr seid so Keks. Ich weiß nicht, welche Charakter, aber ich weiß, dass zumindest drei mitspielen. Ist das etwas, was der menschliche Körper einnimmt? Nein. Wolfi hat doch vorhin schon gesagt, du konntest nicht so zu essen. Okay, Leute. Bin ich aus meiner eigenen Serie die Profi-WG? Ja, okay. Oh. Jetzt ist die Frage, wer von den dreien bin ich? Trage ich in jeder Folge eine weiße Kopfbedeckung? Nee. Ach, ich hätte da anders stellen sollen. Heavy, okay. Aber jetzt habe ich schon mal zwei ausgeschlossen. Weiß, wer es ist. Nächste Frage weiß ich selbst. Ist es etwas, was im Körper drinnen ist? Okay, im Körper drinnen. Oh Gott, es gibt ja auch noch so viele Organe. Wenn du auf deine Frage nochmal nachdenkst, die du gestellt hast, kannst du das fragen. Ist es ein Organ? Ja, okay. Okay. Ist es ein Herz oder Gehirn? Also, ihr müsst nicht schreiben, was, aber ist es eins von den beiden, Herz und Gehirn? Nee, Scheiß. Okay, Leute. Bin ich. Hallöchen. Ja! So, mach du noch fertig. Bin ich im oberen Teil, also über dem Bauchnabel oder unterm Bauchnabel, das Organ? Du kannst nicht oder oben oder unter unten. Bin ich allein frei? Bin ich oben oder unten? Ja, nein. Bin ich über dem Bauchnabel? Ja, okay, ja, okay. Bin ich die Lunge? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Oh, das ist wirklich speziell. Sagst du jetzt die Lungenbläschen oder sowas? Zum Beispiel. Ist es spezifisch von der Seite des Körpers? Also jetzt linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, sowas. Ja. So ein Fisch einfach. Nicht. Bin ich die linke Lunge? Nein. Bin ich die rechte Lunge? Fehlt noch ein Wort noch hinten dran. Bin ich der rechte Lungenflügel? Ja. Alter, was für ein Scheiß. Was kriegst du denn? Rechter Lungenflügel? Was? Und du so, kann man das essen? Kann man das anfassen? Und du stell dich, jetzt brauchst du das zum Atmen? Ich so, oh, komm da drauf langsam. Also, was brauchst du zum Atmen? Das ein, brauchst du zum Atmen, hast du gesagt. Ich so, oh, komm auf Lunge jetzt gleich. Und dann wieder mit Luft und Sauerstoff und Essen und ja, so. Ja, ich hab gefragt, kann man das einatmen? Hat sich diesen Nein, weil ja, klar, die Lunge kannst du nicht. Stimmt, einatmen. Ja, aber du warst, ja. Mach eine Runde, okay. Jetzt mal, wie es geht. Chat, könnt ihr sehen? Ah ja, ich muss es dir aufkleben. Ich habe gerade, wie klebe ich mir das zum Kopf? Nein, du musst es mir aufkleben. Fange ich diesmal an, okay? Bin ich ein Lebewesen? Nee, okay, war ja klar. Bin ich real? Ja, okay. Bin ich weiblich? Nee, okay. Bin ich ein Gegenstand? Okay. Bin ich ein real existierender Gegenstand? Also sowas wie Schere oder Drucker oder Achselhaare meiner Mutter? Ja, okay. Bin ich ein Gegenstand, den man im Alltag benutzt? Ja, nein. Okay, also nicht immer im Alltag. Kommt die Person drauf an? Ist es eine Brille? Habe ich tatsächlich überlegt, aber ich dachte, nee, das ist zu einfach. Sie ist jetzt nicht erraten. Bin ich männlich? Ja, okay. Bin ich öffentlich bekannt? Ja, nein. Das wäre jetzt ganz lustig, wenn jetzt Sebastian drauf geschrieben hättest oder sowas. Will ich nicht selbst? Ich kann es fragen. Ich denke, du kommst eh nicht an nichts drauf. Also war ich jetzt, bin ich ich selbst? So ein Penner, wirklich. Ja, ja. Lol, einfach. Du bist so ein Gag. Du hast doch geluschert, oder? Du hast doch geguckt. Nee, also als ich gefragt habe, bin ich bekannt. Das ist so, ja, nein, habe ich mir schon gedacht, okay. Die erste Person, die du dann sagst, hä? Ich dachte, du sitzt jetzt Ewigkeit drauf, jetzt war das jetzt drauf. Das nee. Ist so, wer ist das? Ich bin kein Film mit, hä? Keine Serie, kein Anime, ich jetzt so die Schiene durch. Okay, cool, Gegenstand, ja. Bin ich etwas, was nur Männer benutzen? Nee. Bin ich, was man für den Körper braucht, Körperpflege und sowas? Nee. Bin ich was zu essen? Nee. Bin ich ein durch Strom betriebener Gegenstand? Puh. Ja, schreiben sie. Batterie betrieben? Nein. Bin ich durch Stromstecker dann betrieben? Nein, auch nicht? Wie soll ich dann Strom haben? Bin ich solarbetrieben oder was? Bin ich ein Organ? Ja, Organ ist auch Gegenstand. Wenn eine Leber auf dem Boden liegt, würde ich auch sagen, ist ein Gegenstand. Lebt die oder was, die Leber? Frag mal die Zellen, die in der Leber leben. Das Mitochondrium, oh sorry, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Ja. Habe ich was mit dem menschlichen Körper zu tun überhaupt? Nee.
Ich finde, du hast irgendwas genommen, was hier rumliegt. Bin ich Kopfhörerkabel? Jetzt kriegst du zurück für deine blöde rechten Vögel. Ich merk's langsam. Bin ich ein Kleidungsstück? Ja, was hat Kleidung mit Strom zu tun? Ja, es gibt Hüte, die leuchten, Hüte. Bin ich in dem Büro zu finden? Ja, in dem Büro. Also doch irgendwas, was hier rumliegt, Leggy, wette. Ist was ein Influencer in seinem Büro stehen hat? Ja, okay, dann ist irgendwas, was hier auf dem Tisch steht. Keck, ey. Steht's auf dem Boden eines Influencers? Nee, hä? Was ist es denn dann? Schwebt das in der Luft oder was? Es ist kein großes Gerät, aber wenn du ein großes Gerät errätst, bekommst du ihr in die Richtung. Wenn ich ein großes Gerät errate, wie soll ich ein großes Gerät erraten, wo das Gerät vorkommt oder was? Oh, ist so ein Scheiß wie Datei oder sowas, Videodatei oder so ein Käse. Er lacht ja, er lacht hier. Bin ich RAM? Bin ich CPU? Bin ich GPU? Grafikkarte? Ja. So ein Gag. Hey, in jedem PC ist ein der Grafikkarte drin. Auch in dem Buchführungs-PC ist eine Grafikkarte drin. Hey, Chat, was ist los? Nicht jeder Buchführer hat einen PC. Doch, natürlich. Wo leben wir in der Steinzeit oder was? Schreibt er doch mit dem Laptop, mit dem Zettel alles auf oder was? Okay, Leute, lasst ein Like da und so. Vielleicht lade ich es hoch, weil wir gucken, weil ich noch nicht auf Aufnahme gedrückt mal.